Ei, gute und recht herzlich willkommen zurück, liebe ETS-Freunde. Wir sind unterwegs mit dem LKW irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt stehen. Wir sind auf dem Weg nach Polen, genau. Wir hatten geladen einen Lüftungsschacht, genau. Und los geht die wilde Fahrt. Ja, ProMods 2.2, ETS 1.28. Wir haben neu angefangen, sind Level 3. Fahren von Frankfurt nach, kann ich nicht reden. Und müssen hier erstmal wieder alles einschalten. Was ist denn das? So, auf geht's. Mitten auf der Autobahn angehalten hier. Kann doch nicht sein. Und da sehe ich gerade, ich habe immer noch eine relativ große Todzone in meinem Lenkrad. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Ja, unterwegs mit unserem ersten eigenen LKW, der Scania. Der Kleine. Und wir müssen Kohle reinschaffen. Definitiv. Bergauf schafft er jetzt auch nicht so gut. Das heißt, da muss auch mal irgendwie ein LKW-Update her oder so. Dass wir den hier an die dummen Angestellten abdrücken können, wenn wir denn dann Angestellte haben. So, Tempomat auf 80 wieder rein. Und ich glaube, ich will noch mal ganz kurz an der Lenkung was rumschrauben, bevor wir da jetzt irgendwie ganz dummen Unfall bauen. Lenkempfindlichkeit, Force-Feedback-Stärke können wir auch noch ein bisschen hoch machen. Lenkachse-Reaktionsschwelle runter. So, probieren wir es einfach mal aus. Fahren. Oh ja, besser. Viel besser. Viel, viel besser. So, ja, wir sind unterwegs nach Zgorzelek. Was ist das denn? Ja, in Polen. 488 Kilometer mit einem nagelneuen LKW gerade 140 Kilometer gelaufen. Wollen wir jetzt hier nach Polen eiern? Ich halte das immer noch für keine allzu gute Idee. Aber noch eine Spur rüber? War nichts im Weg. Nö, war nichts im Weg. Ach, der automatische Retarder ist auch noch nicht wieder drin. Damit der Tempomat hier bergunter die Geschwindigkeit hält. Ach, herrje. So. Was hatte ich gesagt? Ach ja, Zgorzelek. Wir müssen hier eh abbiegen Richtung Berlin, Dresden, Bad Hersfeld. Bad Hersfeld? Ja, Bad Hersfeld. You know, Bad Hersfeld. Ah, okay. So, bringen wir den Lüftungsschacht zu Pavel. Pavel Kukovic hatte bestellt Lüftungsschacht, soll er kriegen Lüftungsschacht. Ah, Handy meckert rum. Ja, muss jetzt ein paar Minuten warten. Berlin 409 Kilometer, Polen 450. Habe ich gewusst, ist Polen direkt hinter Berlin. So, Tank sollte reichen, der LKW ist ja neu. Dürfte Tank noch relativ voll sein. Selbst wenn nicht, bei der ProMods auch nicht unbedingt das Schlimmste, weil wir ja fast realistische Dieselpreise haben. Hoppala. Uah, Unfall. Eieieiei. Hoppala. Was mache ich denn hier? Ja, sagte mal. Das kommt davon, wenn man während der Fahrt aufs Handy guckt. Da seht ihr mal, wie gefährlich das ist. Soll man nicht tun. Nein. Das geht nicht.
Warte. Vielleicht andere Idee. Moment. Hoppala. So. Ja, sollst du nicht tun. Nein. Ist nicht gut, wenn man während der Fahrt auf sein Handy guckt. Vor allem nicht auf der Fahrt nach Boeing. Ja, schön viel Verkehr. Wir haben Nacht, früh morgens, 5.37 Uhr. Gleich geht die Sonne auf. Schön, gleich geht die Sonne auf. Guck mal da drüben, das sieht doch richtig toll aus. Wow. Wow. I love it. Allein dafür hat sich der neue Rechner gelohnt, ganz ehrlich. Allein für den Anblick der Pro-Mods auf einem i7. Da war ein bisschen Gras auf der Autobahn gewachsen. Da war wohl eine Spalte, wo Gras durchwachsen kann. Oh, da oben eine Mautbrücke. Dling. Ich wollte gerade sagen, wir sollen mit 248.000 Euro auf dem Konto. Aber klar, wir haben ja noch den Kredit laufen. Was werdet ihr denn da so langsam? Ah, sagt mal. Oh, dieser KI-Verkehr, weißt du? Der riecht mich auf. Ganz ehrlich, was soll denn das? Die sind schlimmer, wie Oma Piepen bringt. Jetzt überholt mich ja auch noch ein LKW. Mann. Ey, das ist ein BMW und ein Mini. Jetzt geben die Gas. Das gibt's ja nicht. Jetzt geben die Penner Gas, weißt du? Ah. Ja, kein Thema. Hat er nicht gesehen, dass ich einen Blinker gesetzt habe? Und was macht das Navi da? Die jagt mich jetzt hier runter, damit ich da hinten wieder drauf war. KI-Verkehr, doof. Navi, doof. Mann, was soll denn das? Du bist ja direkt 100 Jahre älter hier. Ah, ich glaub's nicht, ey. Ich glaub's nicht. Guck dir das an. Guck dir das an. Da fährt der LKW ganz links und der Focus überholt rechts. Aber was bleibt dir als LKW-Fahrer denn anderes übrig, so wie die schleichen? Du kannst ja nur ganz links fahren. Wobei ich das jetzt ein bisschen übertrieben finde, also. Der ist aber auch flott unterwegs, ne? Wir fahren 80, da fährt der locker 90. Dann drehen wir auch noch ein bisschen auf. Dann schaffen wir bestimmt auch 85. So, hier wächst auch ein bisschen Gras auf der Straße. Jetzt geht's über die Saale. Naja, wenn man von den kleinen Schönheitsfehlern absieht, mit dem Gras auf der Straße, das könnte Berlin sein, oder? Natürlich nicht. Habt ihr vorhin nicht aufgepasst, was ich gesagt habe? Berlin 400 Kilometer, Polen 450 Kilometer und sind noch 316 Kilometer. Also ist Berlin noch 250 Kilometer. Ganz einfache Mathematik. Schön, habt ihr gerade gesehen hier rechts die Baustelle, die da war. Toll. Echt toll. Gefällt mir saugut. Verkehr wird mehr, ist klar. Ist der morgendliche Berufsverkehr. Mittwochmorgen, 7 Uhr. Wir müssen geradeaus weiter. Hm.
Wir fahren auch geradeaus weiter. So, kommst du, guckst du, bist du. Großes LKW. Ah, Skoda Octavia. Ach, schön. Mit die Icebox Richtung Polen, auf die Promot. Ist das schön. Da kommt das Skoda Octavia wieder in Weiß. Ah, guck hier, habe ich LKW wieder eingeholt hier mit die zwei. Hast du mich überholt, hol ich über dich zurück. Ah. 270 Kilometer bis zum Ziel. Ah, guckt euch das an mit den Sonnenstrahlen in der Scheibe vorne. Ist das nicht der Hammer? Hallo Polizeipolizist. Ja, wenn ich 85 fahre, dich stört's nicht. Oder jagst du gerade Verbrecher? Alarm für Cobra 11. Bestimmt. Alarm für Cobra 11. Parkplatz 700 Meter mit Tankstelle. Müssen wir tanken? Nö, brauchen wir nicht. Wer will denn hier tanken? Schlafen brauchen wir auch noch nicht. Können wir durchheizen. Durchhämmern nach Polen. Noch 4 Stunden. Auf geht's. La Polen, wir kommen. Aber ich werde in Polen nicht aus meinem LKW aussteigen. Nein, nein. Was ist jetzt hier schon wieder los? So, nur damit du jetzt wieder Gas gibst nach der Kurve, ne? Das sind alles Verzögerungen, die mein Auftraggeber nicht bezahlt. Mann! Gibt's da nicht. Da fehlte die Markierung vom Beschleunigungsstreifen auf der A7. Und noch ein Sheriff. Achso, ja, wir fallen jetzt auch. Langsam genug. Alles gut. Du kannst echt dann kaum noch die Autos erkennen. Das ist toll. Das ist wie Autofahren. Das ist toll. Ja, glaub mir, das ist toll. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Bella Italia. Gibt's da schon was Neues? Weiß man schon mehr? Kommt das jetzt schnell? Dauert das noch lange? Sind wir schon da? Ich muss mal. Will ich da hin? Ey, schleicht der da schon wieder? Ich fass es nicht. Da bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als auszurasten. Weißt du? Da willst du schön gemütlich hier nach Polen eiern. Sich den ganzen Tag nur aufregen. Wird echt Zeit, dass wir Fahrer kriegen, die für uns fahren, dass wir nicht mehr so viel fahren müssen. Setzen wir uns den ganzen Tag vor die PlayStation, im Büro. Aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Ich kenne mein Glück.
frei, können wir hier rüberziehen, um dann direkt wieder hierhin zurückzuziehen, weil wir weiter geradeaus müssen. Wir wollen nicht nach Leipzig, wir wollen nach Dresden. Mann. Doch, noch ein Offizier. Diesmal in einem blauen Polizeiauto. Hier schöne VW Touran. Ne, wir bleiben diesmal direkt auf der Spur. Ich sehe im Navi schon, wir müssen an der nächsten auch wieder weiter geradeaus fahren. Nach Václavík. Wroclaw. So, bevor ich die nächste Folge gleich aufnehme, brauche ich auf jeden Fall einen Kaffee, sonst drehe ich hier durch. Mann, Mann, Mann. Müssen wir rüber? Ja. Jetzt haben wir ausnahmsweise mal nicht in den Spiegel geguckt. Jetzt gibt es bestimmt auf die Fresse. Nein, kam keiner von hinten. Alles gut. Wir fahren aber geradeaus weiter. Ja, wir können hier auch gar nicht runter. Ah, die Sonne ist aufgegangen. Die Sonne scheint. Shine, shine. Shine on. Sonne. Guck mal, geht da gar nicht. Hätte ich mich fast verfahren. Wie immer. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Autobahnausfahrten und Kreuze echt toll finde. Ist das schön. Wo kam der denn her? Was wollte er da? Oh, wo will ich denn hin? Hundert Kilometer. Mann, 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 Mann. Was ein Aufreger hier. So schön das Spiel auch ist, aber es regt mich einfach auf, wie der KI-Verkehr hier durch die Gegend fährt, weißt du? Du bist nervt. So. Ich glaube, wir fahren bis an die polnische Grenze. Und dann dürften auch schon wieder fast 20 Minuten rum sein, wa? Wie die Zeit vergeht, ey, das ist Wahnsinn. Gestern war noch der 1. Januar und heute ist schon Mitte Oktober. Wir haben schon fast wieder Silvester. Habt ihr schon die Weihnachtsgeschenke gekauft? Habt ihr gesehen, es gibt beim Aldi schon Lebkuchen und Schoko-Weihnachtsmänner. Letztens habe ich blöd beim Lidl gestanden und habe gedacht, Alter, sind die bescheuert? Haben die da schon Schoko-Osterhasen an der Kasse stehen? Aber es waren keine Osterhasen, es waren Eichhörnchen. Schoko-Eichhörnchen. Damit man jetzt im Herbst auch noch Schokolade verticken kann. Stellen die da Schoko-Eichhörnchen hin. So, Licht können wir ausmachen. Ist hell genug jetzt. Schoko-Eichhörnchen! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist bestimmt lecker. Und Schokoladen-Schoko-Eichhörnchen. Achso, ja klar. Schokoladen-Schoko-Eichhörnchen. Auf der Zunge zergehen lassen. Mmh, lecker, lecker. Was hat der Chef hier überhaupt für ein LKW gekauft? Da ist noch nicht mal ein Radio drin. Achso, ich bin der Chef. Ärgerlich. Rasthof Görlitz. 3 Kilometer. Wahrscheinlich direkt nach dem Tunnel. Oder in der Zeitrechnung von ETS im Tunnel. Zeitrechnung, Entfernungsrechnung natürlich. So, Freunde der Nacht. Mit diesen wunderschönen Bildern kurz vorm Rasthof Görlitz wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn wir den Rest der Tour fahren bis nach
das, was ich nicht aussprechen kann, um dann da die Lüftungsschlitze, Schächte wegzubringen. Und dann gucken wir mal, was wir uns da für eine neue Fuhre raussuchen. Also, bis dann. Haut rein.